Es wird bald vorbei sein. Mit diesen Worten nähern sich etwa 600 Teilnehmer der antifaschistischen Großdemo im Osten nichts Neues, dem Laden Fighting Catwalk im Täubchenweg. Die Forderung, das Geschäft soll schließen, denn zu seinem Sortiment gehört auch die bei Neonazis beliebte Bekleidungsmarke Thorsteiner. Wir haben uns an den Besitzer des Hauses gewendet, relativ schnell. Der hat auch den Ladeninhaber angesprochen, eben mit der Bitte, Thorsteiner aus dem Sortiment zu nehmen. Daraufhin gab es gar keine Reaktion. Im Gegenteil, das Sortiment Thorsteiner ist sogar noch angewachsen. Daraus folgert das Ladenschluss-Aktionsbündnis, dass der Besitzer eine ganz bewusste Entscheidung für die Marke Thorsteiner getroffen hat. Für ein Interview stand der Ladeninhaber nicht zur Verfügung. Auf seiner Internetseite nimmt er jedoch Stellung. Sein Angebot sei nicht geprägt von politischen Interessen und unterstütze in keiner Form Gruppierungen. Auch in der Kreuzstraße macht die Menge Halt. Dort ist der Sitz einer Immobilienverwaltung, die Neonazis Räumlichkeiten in der Langen Straße vermietet hatte. Schriftzüge an den Hauswänden zeigen dort, dass die Antifa-Bewegung deutliche Worte für ihre Anliegen findet. Friedlicher formuliert Stadträtin Juliane Nagel ihre Ziele. Wir wollen eine Möglichkeit bieten, dass Leute, die im Stadtteil wohnen und wirken, zusammenfinden und vielleicht auch sich langfristiger, kontinuierlicher vernetzen, um hier eine demokratische, antirassistische Kultur im Stadtteil zu etablieren. Die Demonstration durch den Leipziger Osten ist von relativ starker Polizeipräsenz geprägt. Sie verläuft insgesamt ruhig und ohne Zwischenfälle.